transformieren wir nun die primäre Betrachtung des Spannungsverlaufes auf unsere sekundäre Messwerterfassung und beginnen mit der Berechnung der Nullspannung im Schutzgerät. Bei einem in den Dachstaaten üblichen Spannungswandler haben die Sternwicklungen eine Übersetzung von UN zu Wurzel 3 im Verhältnis von 100 Volt zu Wurzel 3. Kürzen wir die Wurzel 3 heraus, erkennen wir, dass eine sekundäre Spannung von 100 Volt der primären Nennspannung bzw. der verketteten Außenleiterspannung entspricht. Ein Messwert von 100 Volt zu Wurzel 3 steht demnach für die Leiter-Erde-Spannung. Bei einem satten Erdschluss in Phase L1 misst das Schutzrelais folgende Sekundärgrößen. U-Leiter 1 gegen Erde gleich 0 Volt. U-Leiter 2 gegen Erde 100 Volt bei minus 150 Grad. U-Leiter 3 gegen Erde 100 Volt bei 150 Grad. Die Berechnung der Nullspannung aus den drei Phasenspannungen erfolgt erneut mit der aus den symmetrischen Komponenten gewonnenen Formel für das Nullsystem und ergibt. U0 ist gleich U-Leiter 1 plus U-Leiter 2 plus U-Leiter 3. Das Ganze geteilt durch 3 ist gleich 57,74 Volt bei einem Winkel von 180 Grad. Wir erhalten also eine sekundäre Nullspannung von 57,74 Volt mit einem Winkel von 180 Grad. Daraus folgt, der Betrag der sekundären Nullspannung bei voll verlagertem Erdschluss beträgt 57,74 Volt und entspricht damit dem Betrag der sekundären Leiter-Erdspannung im fehlerfreien Betrieb. Den gleichen Bezug können wir analog auf der Primärseite beobachten. Auch hier entspricht der Betrag der Nullspannung dem der Leiter-Erde-Spannungen. Schauen wir uns nun die Messung mittels EN-Wicklung im Detail an. Durch das um Wurzel 3 vergrößerte Übersetzungsverhältnis der Dreieckswicklungen messen wir im fehlerfreien Betrieb nicht die sekundären Leiter-Erde-Spannungen von 57,7 Volt, sondern nur 33,3 Volt je Wicklung, welche sich aufgrund ihrer symmetrischen Phasenverschiebung im Nullsystem eliminieren. Die EN-Wicklung liefert bei idealer Symmetrie zunächst 0 Volt. Ereignet sich nun ein Erdschluss in Phase L1, treten wieder die analogen Effekte ein. Die Spannung in Phase L1 wird zu 0 und die beiden Wicklungsspannungen von Leiter 2 und Leiter 3 erhöhen sich um Wurzel 3 auf jeweils 57,74 Volt und die Winkel verschieben sich wieder um jeweils 30 bzw. minus 30 Grad. Wollen wir nun die resultierende Messspannung an der EN bzw. der DADN-Wicklung messen, müssen wir nur die geometrische Addition der drei Wicklungsspannungen der Dreieckswicklungen durchführen. UEN ist gleich 0 Volt plus 57,74 Volt bei minus 150 Grad plus 57,74 Volt bei 150 Grad ist gleich 100 Volt bei 180 Grad. Die Messung an der EN-Wicklung bei einem widerstandslosen und voll verlagerten Erdschluss liefert uns demnach einen Betrag von 100 Volt. Durch das um Wurzel 3 größere Übersetzungsverhältnis der Dreieckswicklungen im Vergleich zu den Sternwicklungen und die dadurch um Wurzel 3 verkleinerten Wicklungsspannungen der Dreieckswicklungen repräsentieren diese nicht die sekundären Leiter-Erde-Spannungen, sondern um Wurzel 3 verkleinerte Werte. Da zur Berechnung der korrekten Nullspannung aber die Leiter-Erde-Spannung heranzuziehen sind, ist die Übersetzungsabweichung zwischen Sterndreieck bei der Berechnung der sekundären Nullspannung zu berücksichtigen. Das heißt, die an der EN-Wicklung gemessenen 100 Volt entsprechend dem Wurzeldreifachen Wert der sekundären Nullspannung. Die sekundäre Nullspannung ergibt sich zu
U0 sekundär ist gleich Wurzel 3 mal 100 Volt geteilt durch 3. Und wir erhalten 57,74 Volt und damit wieder den Betrag der sekundären Leitererdspannung im fehlerfreien Betrieb in Analogie zur Primärseite.